Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endlich, nach 48 Stunden, hat das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung gefällt. Die Anträge von FDP und SPD wurden abgelehnt. Damit ist vorerst der Weg für den Einsatz deutscher Soldaten in AWACS, Fernaufklärern der NATO, freigegeben. Sie können nun helfen, das Flugverbot über Bosnien militärisch durchzusetzen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das war spannend heute Abend. Vor einer Dreiviertelstunde erst hat in Karlsruhe der Vorsitzende des Zweiten Senats die Entscheidung in diesem Verfahren verkündet. Einem Verfahren, das von sehr großer politischer Brisanz gewesen ist, von einer Brisanz, die sogar bis zur Auflösung der Koalition in Bonn führen könnte. Das Verfassungsgericht hat die Anträge der FDP und SPD auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Beteiligung deutscher Soldaten bei der militärischen Durchsetzung des Flugverbots abgewiesen. Damit hat das Verfassungsgericht Politik gemacht. Wir werden im Laufe der Sendung versuchen, Konsequenzen, Reaktionen auch aus Bonn noch einzuholen. Zunächst aber nach Karlsruhe zu einem Bericht von Reinhard Grindel. Im Vatikan signalisiert weißer Rauch, dass eine Entscheidung gefallen ist. In Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht wird standesgemäß die Bundesfahne aufgezogen. Doch als die ersten Prozessbeteiligten in der Residenz des Rechts eintreffen, ringen die Richter des Zweiten Senats in ihrem Beratungszimmer immer noch um einzelne Formulierungen. Anders als in Bonn war in Karlsruhe nichts an die Öffentlichkeit gedrungen. Der Verfassungsrichter an sich ist halt ein verschwiegener Mensch. Vielleicht lag es an den schwierigen juristischen Problemen um Zulässigkeit und Folgenabschätzung, die es zu entwirren galt. Von Krisenmanagement über Ostern wollte FDP-Fraktionschef Hermann Otto Solms noch nichts wissen. Er gab sich gelassen. Ich gehe nicht von Krisen aus. Sondern wovon? Ich will abwarten, was das Gericht zu sagen hat. Und dann werden wir die Schlüsse daraus ziehen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Verheugen freute sich, dass er mit den Vertretern der Bundesregierung im Hubschrauber nach Karlsruhe einschweben durfte. Wofür ich sehr dankbar bin, denn es gab mir Gelegenheit, 2 Stunden länger in Bonn zu bleiben und weiter gegen die Regierung zu arbeiten. Ein Siegerlächeln aufzusetzen ist Pflicht vor einer Urteilsverkündung. Derweil versuchte ein Gerichtsdiener weiter tapfer, die Fahne zum Wehen zu bewegen. Doch sie blieb verwickelt und verzwirbelt schlaff am Mast hängen. Um 21 Uhr durften die Prozessbeteiligten dann endlich in den Sitzungssaal eintreten und miterleben, wie die Richter in den roten Roben die Regierung aus schwarzen und blau-gelben zumindest vorläufig retteten. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wurden abgewiesen. Aber nicht, weil sie unzulässig, sondern weil sie unbegründet waren. Das heißt, die Soldaten blieben an Bord der AWACS-Maschinen. Die Richter haben wohlgemerkt nicht in der Sache selbst entschieden, nicht entschieden, ob der AWACS-Einsatz verfassungsgemäß ist, sondern sie haben die Folgen abgewogen. Was wiegt schwerer, wenn die Soldaten vorläufig an Bord bleiben, das sich aber später als verfassungswidrig herausstellt, oder wenn die Soldaten abgezogen werden, obwohl sich später ergibt, dass der Einsatz mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist? Entscheidend für die Richter war, dass der Bundesrepublik großer außenpolitischer Schaden droht, wenn die deutschen Soldaten jetzt aussteigen. Denn, so das Gericht, dann sei der AWACS-Auftrag nicht mehr zu gewährleisten, obwohl ihm große Bedeutung zum Schutz der Bevölkerung in Bosnien zukomme. Die politischen Signale der UNO würden bei einem deutschen Ausstieg verpuffen. Außerdem seien die Soldaten in den Maschinen nicht gefährdet und die Teilnahme nur vorläufig, eben bis zu dem Zeitpunkt, da der Senat in der Hauptsache entscheidet. Doch eins ist bemerkenswert: Das Urteil der Richter fiel knapp aus, nämlich mit 5 gegen 3 Stimmen. Die Urteilsbegründung ist relativ kompliziert und es ist vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen, wie das heute Abend in Karlsruhe nun genau gelaufen ist. Deswegen nun noch einmal nach Karlsruhe zu Bernhard Töpper. Es sind also in der Sache, ist ein Urteil ergangen, diese einstweilige Verfügung ist abgewiesen worden, aber das heißt nicht, dass es
vom Verfassungsgericht für vom Grundgesetz gedeckt gehalten wird, dass deutsche Soldaten an solchen Einsätzen teilnehmen. Ja, Herr Pilz, das ist ja gerade die Besonderheit bei einer einstweiligen Anordnung, dass das Gericht zunächst nur erst einmal in diesem Eilverfahren die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägt, die entstehen würden, wenn die einstweilige Anordnung ergeht oder nicht ergeht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in der Begründung ganz klar gesagt, wenn hier die einstweilige Anordnung erlassen wird, die Bundeswehrsoldaten also aus den Airbags-Flugzeugen aussteigen müssten, dann würde für die Bundesrepublik Deutschland ein schwerer außenpolitischer Schaden entstehen. Und aus diesem Grund sind die Anträge der SPD- und FDP-Fraktion abgelehnt worden. Ich kann vielleicht noch mal aus der Begründung einige Argumente Ihnen vortragen. Die mündliche Verhandlung habe ergeben, so sagt der Zweite Senat, dass bei einem Abzug der deutschen Soldaten die Einsatzfähigkeit des Airbags-Verbandes erheblich beeinträchtigt, die Durchsetzung des Flugverbotes mithin gefährdet wäre. Und wenn die Bundesrepublik dabei nicht mitmachen würde, dann würde ein riesiger Vertrauensverlust bei den NATO-Partnern entstehen. Und deshalb also zunächst einmal dürfen Bundeswehrsoldaten weiterhin bei Airbags mitfliegen. Das ist also das Ergebnis der gestrigen mündlichen Anhörung. Weiß man denn, wann das Gericht denn nun die Entscheidung treffen wird, wie weit das Grundgesetz tatsächlich solche Einsätze deckt? Wie viel Zeit wird sich das Verfassungsgericht nehmen? Gut, in der Regel muss das Gericht nach 3 Monaten dann in der Hauptsache entscheiden. Aber da muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass dieser Zeitraum natürlich nicht eingehalten werden kann. Sie wissen, dass gerade der Zweite Senat ja noch das Verfahren um den Paragraphen 218 hier zu bewältigen hat. Dann steht der Vertrag von Maastricht auf dem Prüfstand des Verfassungsgerichts. Die guten und bösen Spione müssen hier vom Zweiten Senat beurteilt werden. Also ich rechne nicht damit, dass vor dem Herbst in der Hauptsache hier eine Entscheidung fallen wird. Vielleicht, Herr Pilz, noch eine wichtige Information. Man kann aus der Entscheidung, die mit 5-3 Stimmen ergangen ist, sehen, wie schwer sich die 8 Richter dabei getan haben. Deshalb hat das auch sicher so lange gedauert. Es wurde heftig gerungen im Beratungszimmer. Das vielleicht noch als kleine weitere Information. Vielen Dank, Bernhard Töpper in Karlsruhe. Der Gang nach Karlsruhe, meine Damen und Herren, war so wichtig und so eilig, weil die NATO jetzt ernst macht mit der Erzwingung des Flugverbots über Bosnien. Ab kommenden Montag um 14 Uhr wird dieser Auftrag der Vereinten Nationen durchgesetzt. So hat es der NATO-Rat in Brüssel heute beschlossen. Dann wird die Drohung konkret, dann kann geschossen werden. Udo von Kampen berichtet aus Brüssel. Mehr als 30 Jagdflugzeuge und Aufklärer sind bereits auf italienischen Militärbasen eingetroffen. Bis Montag sollen 70 NATO-Jets einsatzbereit sein. Neben Frankreich, den Niederlanden und den USA will sich auch Großbritannien an der Luftraumüberwachung beteiligen. Und so könnte der Ernstfall ab Montag 14 Uhr aussehen. Verletzt ein serbischer Jagdbomber den bosnischen Luftraum, starten die NATO-Jäger in Italien. Bei der kurzen Entfernung tauchen die pfeilschnellen Jets schon nach wenigen Minuten vor den Serben auf. Der NATO-Pilot soll mehrfach den Serben zum Abdrehen auffordern. Erst als allerletzte Möglichkeit kommt der Befehl zum Abschuss. Militärexperten der NATO befürchten, dass die Serben ab kommende Woche Katz und Maus mit den NATO-Jets spielen. Denn die NATO-Jäger dürfen keine Bodenziele angreifen und ihre Gegner auch nicht verfolgen. Über Einzelheiten der Operationsplanung und der Einsatzregeln kann und will ich mich nicht in der Öffentlichkeit äußern. Sie können davon ausgehen, dass zu dem Datum, zu dem die Umsetzung dieses Flugverbots, die Erzwingung dieses Flugverbots beginnt, dass zu diesem Zeitpunkt alles Nötige geschehen wird, um Verletzungen zu unterbinden. Auch Frankreich stellt seine Soldaten unter den NATO-Oberbefehl. Den Franzosen, die nicht zu dem gemeinsamen Kommando der Allianz gehören, ist dies nicht leicht gefallen. Deshalb drängten sie im NATO-Rat bis zuletzt auf engere Abstimmung mit der UNO. We do exactly what the resolution of the United Nations. Wir richten uns genau nach der UNO-Resolution. Wir stimmen uns ganz eng mit den Vereinten Nationen ab. Ich habe einen Brief an den UNO-Generalsekretär geschrieben.
Er wurde über die Entscheidung des NATO-Rates und über alle Einzelheiten genauestens informiert. Jetzt liegt es an ihm, zu reagieren. Das verstehen wir unter Koordination und Abstimmung. Der NATO-Einsatz zeigt, das Atlantische Bündnis hat in Europa eine völlig neue Rolle übernommen. Es ist das erste Mal, dass die Allianz konkrete militärische Operationen durchführt und außerhalb ihres eigenen Territoriums aktiv wird. Die Durchsetzung des Flugverbots gilt militärisch als wenig riskant. Die Allianz setzt ganz auf den psychologischen Effekt der Aktion. Doch die Militärs warnen vor einem weitergehenden Einsatz auf dem Balkan. Denn schon oft war ein begrenzter militärischer Einsatz der Beginn einer tiefen Verstrickung in einen langen Krieg. In Brüssel grassiert das Vietnam-Syndrom. Welchen Einfluss wird also dann dieses Flugverbot auf den Krieg tatsächlich haben können? Keinen ausschlaggebenden. Wie gesagt, alle Experten scheinen sich da einig zu sein. Es ist eine Geste der Entschlossenheit, mit der die Vereinten Nationen eben Druck auf die Serben ausüben wollten. Ob das Wirkung zeigt, muss nach den bisherigen Erfahrungen angezweifelt werden. Denn, wie gesagt, dass dieser erste militärische Schritt zu einem massiven Eingreifen der Alliierten führt, das ist so gut wie ausgeschlossen. Noch eine zweite Geste kam heute aus Brüssel und auch sie kann nicht so recht überzeugen. Der Internationale Gerichtshof forderte Jugoslawien auf, sicherzustellen, dass militärische und irreguläre Einheiten Völkermordverbrechen einstellen, so heißt es. Das ist eine gewundene Formulierung ohne direkte Verurteilung und vor allem ohne die von den Bosniern erhoffte Aufhebung des Waffenembargos gegen ihr Land. Es ist wie an der Front vor Ort. Im Zeichen der Vereinten Nationen viel guter Wille und ernstes Bemühen, nur fehlt es an Autorität und Macht. Aus Tuzla, Reinhard Schlieger. Diesmal ist es gelungen. Fast 2000 der Ärmsten, der Kranken und Alten sind dem Inferno ein kleines Stück weit entkommen. Heute Abend passierte der UNO-Konvoi aus Srebrenica die Grenze zwischen Serben und Moslems auf dem Weg nach Tuzla. Verglichen mit Srebrenica ist die bosnische Industriestadt ein sicherer Hafen. Zwar gibt es auch hier Granatwerferbeschuss, doch dort, wo diese Menschen herkommen, herrscht gnadenloser Vernichtungskrieg gegen die eingekesselte Zivilbevölkerung. Dennoch waren es nicht allein die serbischen Belagerer, die der UN-Hilfsorganisation diese Evakuierung so schwer machten. Auch die bosnisch-muslimische Armee sperrt sich gegen eine Rettung der Zivilisten in großem Maßstab. Unsere Soldaten haben keine Chance zu überleben, wenn die Zivilisten Srebrenica verlassen. Warum? Sie wissen, dass die serbischen Chetniks es nicht zulassen, dass verwundete Soldaten aus Srebrenica nach Tuzla gebracht werden. Sie lassen überhaupt keine Männer mit oder ohne Waffen heraus. Srebrenica gestern. Dieser Konvoi brachte Nahrungsmittel in die Stadt, doch keine Flüchtlinge heraus. Der örtliche Militärkommandant ließ es nicht zu. Die bosnische Armee kann die Stadt nicht aufgeben, denn mit Srebrenica ginge der Osten Bosniens wohl auf Dauer verloren. Das Kalkül der Militärs, solange dort Zivilisten sind, kann man die Stadt halten. Die UNO wird ein Massaker zu verhindern wissen. Der Plan der Bosnier scheint aufzugehen. Ohne die Zustimmung der serbischen Seite abzuwarten, kündigte die UN-Friedenstruppe an, Soldaten nach Srebrenica zu verlegen. Das erwies sich als voreilig. Kaum waren die kanadischen Blauhelme heute Morgen aufgebrochen, kam die Aktion knirschend zum Stehen. Die Serben hatten mit Beschuss gedroht und damit das Dilemma der Weltorganisation deutlich werden lassen. Ohne Macht und Gewalt bewegt sich nichts in Bosnien. Wir versuchen es weiter, jeden Tag, und wir erinnern Sie an die Vereinbarungen, die wir haben, und wir haben viel Geduld an den Straßensperren, den Barrikaden, 5, 6, 7 Tage lang. Wir versuchen, so viel Druck auszuüben, wie wir können, um die Durchfahrt zu erzwingen, und wir haben teilweise Erfolg. Die UNO-Truppen von General Morillon und die Flüchtlingshelfer werden noch viel Geduld brauchen. Selbst wenn sie das Ränkespiel auf dem Balkan durchschauen, verhindern können sie es wohl kaum. Jede Seite in diesem Krieg glaubt, die UNO für sich nutzen zu können. Die einen müssen auf die eigene Zivilbevölkerung als Köder zurückgreifen, ihre letzte verzweifelte Trumpfkarte.
Die anderen dirigieren die Weltorganisation mit ihren Granatwerfern. Wir werden nachher noch einmal nach Karlsruhe und nach Bonn schalten zu Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtshofs. Zunächst aber nach Paris. In der Nationalversammlung dort hat am Nachmittag der neue Premierminister Balladur seine erste Regierungserklärung abgegeben. Der Gaullist und seine Mannschaft sind außerhalb Frankreichs noch weitgehend ohne Profil. Mit einer Ausnahme, Madame Simone Veil. Ihr gelang, was wenigen bisher geglückt ist, über das Europaparlament international Statur zu gewinnen. Jetzt übernimmt sie in Frankreich eine Doppelrolle. Im konservativen Regierungsblock ist sie das liberale Aushängungsschild und zum anderen leitet sie ein Superministerium, sozusagen für die brennendsten Malaisen der französischen Gesellschaft, Soziales, Gesundheit, Städte. Das heißt, vom Blutskandal bis zum Terror in den Ausländerghettos, Madame Veil ist künftig für alles zuständig. Sie ist die ranghöchste Ministerin der Regierung und eine beeindruckende Frau, Rainer Hirsch. Nach 14 dynamischen Jahren im Dienste Europas wandelt sie in den Pariser Palästen der Macht scheinbar wieder auf alten Pfaden. Doch ins Kabinett Balladur berief man Simone Veil auf besonders hervorgehobenen Posten. In einem Alter, in dem andere gerade in Pension gehen, hat sie als erste Staatsministerin nun für gleich drei Ressorts Verantwortung übernommen. Für Soziales, Gesundheit und auch Stadtentwicklung. Kaum in die neue Machtriege eingetreten, gilt die gelernte Juristin als populärste Politikerin auch der neuen Mehrheit. Die Zeit der Ideologien, der Dogmen von links und von rechts sei vorüber, erklärte sie bei Amtsantritt. Die Zeit des Pragmatismus gekommen. Bereits unter Präsident Giscard d'Estaing hatte Simone Veil mit der Legalisierung der Abtreibung als Gesundheits- und Sozialministerin von sich reden gemacht. 1974 brachte sie gegen größten Widerstand der Kirche und der Konservativen im Parlament das umstrittene Gesetz durch. Überall nur Widerstand der Bürokratie, klagte die autoritäre Simone Veil damals bereits im Gespräch mit Mitarbeitern. Ihre Wutausbrüche sind gefürchtet. Ihre geistige Unabhängigkeit jedoch sichert ihr seit 20 Jahren die uneingeschränkte Sympathie der Franzosen. Als 1979 das Europaparlament direkt gewählt wurde, gab Simone Veil ihr Ministeramt auf und zog als Spitzenkandidatin der Liberalkonservativen in den Wahlkampf um einen Sitz in Straßburg. Noch im gleichen Jahr wurde sie erste direkt gewählte Präsidentin des Europaparlamentes. Seitdem ist ihr Name auch international fest mit Europa verbunden. 1984 wieder als einfache Abgeordnete in Straßburg führte Simone Veil Frankreichs damals entzweite Rechte auf einer gemeinsamen Liste in die Europawahl. Ihr Engagement versetzte den Sozialisten die erste verheerende Niederlage nach dem Amtsantritt Mitterrands. Erstmals hatte nach einer Periode der Spaltung ein Bündnis der Rechtsparteien wieder große Schlagkraft erwiesen. Simone Veils Berufung in Frankreichs neues Kabinett dürfte nicht ohne Blick auf die Europawahl im nächsten Jahr erfolgt sein. Empört zeigte sie sich bei einer EG-Sitzung angesichts der Gefangenenlager auf dem Balkan. Ich möchte nicht wieder hören, was ich vor 50 Jahren schon einmal gehört habe, sagt sie, dass es zunächst darum gehe, den Krieg zu stoppen. Währenddessen leiden die Menschen weiter in den Konzentrationslagern. Die in Nizza geborene Jüdin weiß, worum es geht. 1944 mit ihrer Mutter und ihren Schwestern als 16-Jährige von der Gestapo deportiert, durchlebte als junges Mädchen ihre politisch prägenden Momente. 13 Monate verbrachte sie in den Konzentrationslagern Auschwitz und Bergen-Belsen. Ihre Mutter kam in Auschwitz um, ihr Vater und ihr Bruder blieben verschollen. Wer will es Simone Veil verdenken, wenn sie den wiedererstarkten Nachbarn Deutschland in einem gemeinsamen Europa von seinen Partnern fest eingebunden sehen will. So, meine Damen und Herren, ich höre nun, dass die Kollegen in Karlsruhe Gesprächspartner gefunden haben, die das Urteil des Bundesverfassungsgerichtshofs erläutern, kommentieren können. Wir schalten nach Karlsruhe und ich sehe Reinhard Grindel. Guten Tag mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Solms. So ist es, Eberhard Pilz. Herr Solms, Ihr Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist abgelehnt worden vom Gericht, aber in der außenpolitischen Begründung doch sehr viel aufgenommen worden, was Sie auch inhaltlich bisher vertreten haben. Können Sie nicht mit dem Urteil ganz gut leben?
Die FDP kann mit dem Urteil leben, denn das Gericht hat bestätigt, dass der Antrag berechtigt war. Und das Gericht hat Rechtssicherheit geschaffen bis zur Hauptsache, bis zur Verhandlung in der Hauptsache, insbesondere im Interesse der deutschen Soldaten. Sie wissen jetzt, dass sie auf der Grundlage des Grundgesetzes eingesetzt werden. Es ist ja in der Hauptsache noch zu entscheiden. Das war nur eine vorläufige Entscheidung hier. Wie viel schlauer sind Sie denn durch das Urteil geworden für die Hauptsache? Nun, wichtig ist erstmal, dass der Antrag nicht für unzulässig erklärt worden ist. Deswegen und zweitens, dass bis zur Hauptsache Rechtssicherheit geschaffen worden ist. Die Begründung des Gerichts deutet darauf hin, dass auch in der Hauptsache bestätigt werden könnte, ich will das vorsichtig ausdrücken, dass der Einsatz deutscher Truppen im Bündnisbereich unter der Verantwortung der UNO für friedenserhaltende wie für friedensherstellende Einsätze möglich ist und grundgesetzkonform ist. Also nochmal zur Klarstellung, das würde bedeuten, dass Sie heute meinen, die Unionsposition ist richtig, es bedarf keiner Grundgesetzänderung für Kampfeinsätze von Bundeswehrsoldaten. Ich bin der Meinung, dass das, was wir erreichen wollten, eine Klärung des der rechtlichen Normen einen Schritt weitergekommen ist. In der Zielsetzung waren sich die Koalitionsparteien ja immer einig, dass wir solche Einsätze deutscher Soldaten unter dem Dach der UNO machen wollten. Gestern haben Sie von einer dramatischen Situation gesprochen, in die die Koalition kommen könne, wenn es unzulässig ausgeht hier. Ist denn nun der Koalitionsfrieden wiederhergestellt? Der Koalitionsfrieden, der war nicht auseinander, aber er ist nun deutlich besser gesichert. Das ist ja auch ein wichtiges Ergebnis. Denn wir haben ja wichtige zusätzliche Aufgaben in Gesamtdeutschland zu erreichen und zu lösen. Und deswegen muss die Koalition eng und in großem Vertrauen untereinander zusammenarbeiten. Ulrich Hagen hat einen weiteren Gesprächspartner. Bei mir der Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günther Verheugen. Herr Verheugen, sind Sie der eigentliche Verlierer dieses Abends? Nein, ganz gewiss nicht. Das Gericht hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass es keine Vorentscheidung getroffen hat im Hinblick auf die rechtliche Frage, um die es eigentlich geht, ob der Einsatz der Bundeswehr für diesen Zweck verfassungsmäßig ist oder nicht. Das ist mehrfach betont worden. Und diese Frage bleibt offen. Hier hat das Gericht eine hochpolitische Abwägung vorgenommen. Eine Abwägung, die wir so nicht vorgenommen haben und die ich auch nach diesem Urteil so nicht vornehmen würde. Es war in der Vergangenheit immer so, dass das Gericht im Endurteil so entschieden hat wie in der einstweiligen Anordnung. Sehen Sie nicht doch ein gewisses Präjudiz? Nein, das sehe ich in diesem Fall nicht, weil dies ein völlig einmaliger und ungewöhnlicher Fall ist. Es hat so etwas noch nie gegeben. Und gerade die mehrmalige Betonung der Tatsache, dass keine Vorentscheidung gefallen ist für die endgültige Entscheidung, gibt mir die Sicherheit, dass wir in der Hauptsache durchaus noch gewinnen können. Außerdem darf ich darauf hinweisen, dass die Entscheidung sehr knapp ausgefallen ist. Mit lediglich 5-3 hat der Senat entschieden, sodass die Frage für mich offen bleibt. Und außerdem haben wir jetzt auch noch politische Mittel. Es sah gestern ja so aus, als könnte die Koalition an dieser Frage zerbrechen. Hatten Sie da gewisse Hoffnungen in dieser Richtung? Das war nicht der Gegenstand unserer Bemühungen vor dem Verfassungsgericht. Wir haben das nicht gemacht, weil wir die Koalition auseinanderbringen wollten, sondern weil wir sicherstellen wollten, dass der Einsatz der Bundeswehr für eine Kampfhandlung nicht ohne gesicherte verfassungsrechtliche Grundlage erfolgt. Der Tatbestand bleibt nach wie vor bestehen. Wir haben für den Einsatz, der jetzt erfolgt, keine klare verfassungsrechtliche Ermächtigung. Und deshalb bin ich der Meinung, dass der Bundestag sich mit dieser Sache befassen muss. Die SPD hat einen Antrag eingebracht. Und wenn die FDP bei der Auffassung bleibt, die sie zu dieser Klage veranlasst hat, dann gehe ich davon aus, dass die FDP unserem Antrag im Bundestag zustimmen wird. Und dann haben wir im Bundestag eine Mehrheit und der Einsatz würde gestoppt werden. Und wir hätten eine absolut klare, eindeutige, risikolose Situation, bis das Gericht in der Hauptsache entschieden hat. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich gebe zurück nach Mainz. Vielen Dank, liebe Kollegen. Wie Sie gerade gehört haben, die SPD wird also im Bundestag versuchen, die Sache politisch zu diskutieren. Und das ist ja ein Fortschritt, wenn es von den Richtern weg zurück in den Raum kommt, wo es hingehört, in den politischen Raum, ins Parlament. Zunächst aber dürfte in Bonn in der Koalition das Aufatmen groß sein, dass der Krach, die Krise zunächst vorbei ist. Ich schalte nach Bonn zu einem Kommentar von Peter Elgard. Ja, Bundeskanzler Kohl kann sich an seinem Urlaubsort in Österreich wieder getrost seinen trockenen Brötchen und Kräutertee widmen. Die Osterferien für die Bundesregierung sind vorerst gerettet.
Der Spruch aus Karlsruhe schafft Klarheit, endlich. Klarheit für die Soldaten der Bundeswehr, die nun wissen, dass sie auch ab Montag, wenn es ernst wird mit der militärischen Durchsetzung des Flugverbots über Bosnien, an Bord der Fernaufklärer AWACS bleiben dürfen. Sie verstoßen damit nicht gegen geltendes Recht. Klarheit auch für die Verbündeten, die nun wissen, dass sie sich zumindest in der AWACS-Frage auf den Partner Deutschland verlassen können. Die Koalition in Bonn, um die es gestern in Karlsruhe zeitweilig nicht so gut aussah, kann aufatmen. Sie ist noch einmal davongekommen. Zunächst also Entwarnung für das politische Bonn. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Regierung aus dem Schneider ist. Der Spruch bezieht sich ausschließlich auf den aktuellen AWACS-Einsatz und hat deshalb nur vorläufigen Charakter. Bis zu einer endgültigen Entscheidung aus Karlsruhe wären die Politiker von Koalition und Opposition gut beraten, sich jetzt zusammenzusetzen und über eine Verfassungsänderung oder zumindest eine Klarstellung im Grundgesetz zu beraten. Die SPD, ohne die eine solche Änderung nicht möglich ist, müsste dann über ihren Schatten springen. Die Bonner Politiker können es sich nicht leisten, noch einmal vor der Verantwortung zu kneifen. Zu groß wäre der innen- und außenpolitische Scherbenhaufen. Das, was wir jetzt erlebt haben, muss ein Einzelfall bleiben und darf sich in Zukunft nicht wiederholen. Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Gundula Gause. Widersprüchliche Angaben nach dem Atomunglück im sibirischen Tomsk über das Ausmaß der Katastrophe. Der westsibirische Zivilschutz sagte, weder in der Atmosphäre noch am Boden seien Spuren radioaktiver Verseuchung festgestellt worden. Der russische Katastrophenschutz erklärte dagegen, 200 Quadratkilometer unbewohnten Gebietes um Tomsk seien verseucht. Inwieweit die Bevölkerung in Restsibirien von der radioaktiven Wolke bedroht sei, würde sich erst in den kommenden Tagen herausstellen. Bundesumweltminister Töpfer hat Russland Hilfe bei der Bewältigung des Atomunfalles angeboten. Waffenstillstand für Bergkarabach. Unter Vermittlung des russischen Verteidigungsministers Gratschow einigten sich Vertreter Armeniens und Aserbaidschans auf eine Feuerpause ab morgen Mittag. Dem Konflikt zwischen den beiden verfeindeten Republiken um die Enklave Bergkarabach sind seit 1988 rund 2500 Menschen zum Opfer gefallen. Ein unbefristetes Einreiseverbot für Palästinenser aus den besetzten Gebieten. Das hat der israelische Ministerpräsident Rabin in einer stürmischen Parlamentsdebatte gefordert. Mit dieser Maßnahme will Rabin eine Trennung der Völker erreichen und die Arbeitslosigkeit in Israel bekämpfen. Forderungen der rechtsgerichteten Opposition nach noch härteren Zwangsmaßnahmen wie vermehrte Deportationen wies Rabin zurück. Mazedonien ist am Abend offiziell in die Vereinten Nationen aufgenommen worden. Die UNO-Vollversammlung in New York verabschiedete eine entsprechende Resolution. Die Aufnahme erfolgt unter dem vorläufigen Namen ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Gewaltsame Proteste gegen die französische Polizei in Paris. Nach dem Tod eines schwarzen Jugendlichen während eines Polizeiverhörs kam es in der französischen Hauptstadt zu schweren Zusammenstößen. Die meist Jugendlichen warfen Steine und randalierten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Mindestens 25 Beamte wurden verletzt. Der 27-jährige Einwanderer aus Zaïr war während einer Vernehmung angeblich aus Versehen von einem Polizisten erschossen worden. Bombenanschlag auf einen Geldtransporter im spanischen Zaragoza. Dabei wurden 4 Menschen getötet, 4 weitere verletzt. Bei den Toten handelt es sich um den Fahrer des Transporters sowie um 3 Terroristen der linksextremistischen Organisation Grapo. Die Bombe war offenbar beim Anbringen an das gepanzerte Fahrzeug frühzeitig explodiert. Die Polizei identifizierte 2 der Täter als seit langem gesuchte führende Mitglieder der Grapo. Neuer Lösungsvorschlag im Metalltarifstreit. Bundesarbeitsminister Blüm hat in der Leipziger Volkszeitung eine zweigeteilte Tarifvereinbarung vorgeschlagen. Darin sind Standardlöhne vorgesehen, auf die Unternehmen je nach Ertragslage Zulagen zahlen sollen. Bei dieser Lösung sei keine der beiden Seiten überfordert, sagte Blüm. Die IG Metall lehnte Blüms Vorschlag ab. Fehler bei der Verpachtung der Deponie Schönberg. Ministerpräsident Seitte räumte ein, für Vertragsunklarheiten mitverantwortlich zu sein. Im Schweriner Landtag kündigte er eine lückenlose Aufklärung aller Vorgänge um Europas größte Müllkippe an. Eine Sonderkommission soll sich damit befassen. SPD und PDS forderten Seitte auf, zurückzutreten. Der Landesrechnungshof hatte gerügt, dass dem Land durch die bestehenden Verträge ein Schaden von rund 100 Millionen Mark entstanden sei. Politischer Streit, meine Damen und Herren, wird in Deutschland oft als Glaubenskrieg geführt und der um die Kernenergie ganz besonders. Die Atomwirtschaft mache Profite
ohne Rücksicht auf Gefährdung, lautet der eine Vorwurf. Die Kernkraftgegner übertreiben die Sicherheitsforderungen, um den Ausstieg aus der Nukleartechnik zu erzwingen, der andere. In diesem ideologischen Spannungsfeld müssen nun Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel vom hessischen Umweltminister Joschka Fischer. Die Firma Siemens will in Hanau wieder Plutonium verarbeiten. Nach einem Störfall war das alte Werk geschlossen worden. Die Probleme seien jetzt behoben, sagt die Firma. Dem Minister reichte die Reparatur nicht. Es kommt zum Prozess und da ist heute ein wichtiges Urteil gefallen. Die Firma hat recht, das Land Hessen soll Schadenersatz bezahlen. Ein Spruch mit Konsequenzen, Olaf Buhl berichtet. Hier haben sicher die Champagnerkorken geknallt. Siemens in Hanau stand Kopf. Die frohe Botschaft kam überraschend. Der Verlierer heute dagegen war ein Sieggewohnter. Joschka Fischer, der Umweltminister und Industrieschreck. Atomindustrie und Chemiegiganten hatte er das Fürchten gelehrt. Heute aber erlitt er eine schwere Niederlage, vorerst zumindest. 30 Millionen Schadensersatz oder mehr drohen Hessen. Ein dickes Osterei für den Steuerzahler. Wenn ich zu Zynismus neigen würde, würde ich sagen, so schöne Osterferien habe ich noch nie erlebt wie dieses Mal. Das Landgericht Wiesbaden hatte Siemens frohe Kunde gebracht. Heute entschieden, dass die Fabrik zu lange stillgelegt wurde. Hessen hätte die Wiederinbetriebnahme im Mai letzten Jahres genehmigen können. Sicherheitsprobleme habe Siemens behoben. Bedenken, Katastrophen blieben für die Plutoniumfabrik eine Gefahr, seien nur nachgereicht. Siemens triumphiert. Wir fordern jetzt den hessischen Umweltminister auf, die Anlage auch in Betrieb gehen zu lassen. Um wie viele Millionen es geht, bleibt noch offen. Das Land Hessen geht jetzt erst in die Berufung. Kann ich dazu nicht sagen, wenn wir jetzt ermitteln, in aller Ruhe. Wir haben gesagt, wir werden 30 Millionen Mark hier rechtfertigen und das werden wir in aller Ruhe jetzt tun. Doch bis zum Urteil des BGH kann es Jahre dauern. Das war der Auslöser damals, der im Juni 1991 zur Stilllegung führte. Beim Hantieren mit einem scharfkantigen Sicherungsbehälter riss eine Folie, gefüllt mit Mischoxid, vor allem hochgiftigem Plutonium. Drei Menschen wurden radioaktiv belastet. Die gerissene Folie, es war nur einer von mehreren Vorfällen. Und immer wieder kritisierte Hessens Umweltminister mangelnde Sicherheit oder fehlende Genehmigungen, ob beim Brandschutz oder der Wasserstoffversorgung oder bei Vorkehrungen gegen Erdbeben, Flugzeugabstürze oder Hochwasserkatastrophen. Siemens ist weltweit der einzige private Plutoniumverarbeiter. Eine Schlüsselstellung im Bonner Regierungskonzept, wenn es um Entsorgung und Brennstäbe geht. Bonn wollte den Weiterbetrieb, gab aber keine zwingende Anweisung. Und natürlich wird man, das hat nichts mit Urteilsschelte zu tun, uns schon die Frage erlauben müssen, was denn wäre, wenn wir jetzt wieder anfahren würden bei der Plutoniumfabrik und es dort etwas passieren würde. Was wäre denn, wenn es zu einem Brand käme und die Sprinkleranlage, die das Gericht in seiner unendlichen Weisheit als ausreichenden Brandschutz angesehen hat, versagen würde? Und es käme zu einer Freisetzung von Plutonium. Die Anlage ist nicht freisetzungssicher und dagegen ausgelegt. Sollte das Urteil Bestand haben, hat es große politische Wirkung. Wird stillgelegt oder nicht genehmigt, droht Schadensersatz. Politik und Behörden kämen unter Druck. Auch das rheinland-pfälzische Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich liegt seit Jahren still. Ein Gericht hatte entschieden, dass eine Teilgenehmigung ungültig war. RWE fordert Hunderte von Millionen vom Land. Höhere Gerichtsinstanzen müssen jetzt entscheiden zwischen Millionenverlusten der Industrie und Entscheidungskompetenz der für die Sicherheit zuständigen Ministerien. Verhaftung im Florida-Mordfall. Die Polizei von Miami nahm zwei Verdächtige im Alter von 19 und 23 Jahren fest. Den vorbestraften Männern wird vorgeworfen, die 39-jährige Berlinerin Mella Jensen am vergangenen Freitag beraubt und vor den Augen ihrer Kinder überfahren zu haben. Beide Männer sollen die Tat bereits gestanden haben. Und nun noch ein Blick auf die internationalen Börsengeschäfte. In New York liegt der Dow Jones bei 3.391,62 Punkten, ein Minus von 5,40 Punkten. Der deutsche Aktienindex DAX stieg in Frankfurt um 5,42 Punkte und schloss bei 1.655,73 Punkten. Der US-Dollar verbesserte sich um 0,41 Pfennig. Beim Frankfurter Fixing wurde er mit 1,6142 Mark notiert. An der Wall Street wird er zurzeit mit 1,6070 Mark gehandelt. Wegen der Osterfeiertage vorgezogen, gab es heute folgende Begegnungen in der ersten und zweiten Bundesliga.
In der ersten Liga spielten Kaiserslautern gegen Stuttgart 0:0, Schalke-Leverkusen 2:1 und Uerdingen-Nürnberg 2:1. In der zweiten Bundesliga spielten Stuttgart gegen St. Pauli 4:0, Rostock gegen Leipzig 2:0 und Osnabrück gegen Darmstadt 3:1. Die Wetterprognose für die Ostertage erwies sich als ziemlich schwierig. Unsere Meteorologen haben es aber trotzdem versucht. Der Karfreitag wird der schönste Feiertag. Überall scheint die Sonne, ab und zu gibt es ein paar Wolken, aber es bleibt trocken. Die Temperatur erreicht 7 Grad im Nordosten, sonst 13 Grad, im Südwesten sogar 19 Grad. Am Karsamstag zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Im Norden scheint die Sonne, aber es bleibt bei 7 Grad. Im Süden regnet es, dafür ist es mit 11 bis 15 Grad etwas wärmer. Und am Sonntag zieht der Regen nach Osten ab. Im übrigen Deutschland zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. Mit 7 bis 12 Grad bleibt es kühl. Noch einmal zu Reaktionen auf das Urteil von Karlsruhe. In Bonn gibt es eine Pressekonferenz. Wir schalten um. Die Einsatzfähigkeit des AWACS-Verbandes erheblich beeinträchtigt, die Durchsetzung des Flugverbots mithin gefährdet werde. Wenn die Bundesrepublik den ihr obliegenden Beitrag zur Friedenssicherung gerade jetzt nicht leiste, wo er gefordert sei, wäre ein Vertrauensverlust bei den Bündnispartnern und allen europäischen Nachbarn unvermeidlich, der dadurch entstehende Schaden nicht wiedergutzumachen. Es bleibt damit beim Beschluss der Bundesregierung vom 2. April 1993, wie auch der NATO übermittelt worden ist. Die Bundesregierung ist einverstanden, dass der NATO-AWACS-Verband in Übereinstimmung mit der Sicherheitsratsresolution 816 vom 31. März 1993 auch unter deutscher Beteiligung daran mitwirkt, das Flugverbot über Bosnien-Herzegowina durchzusetzen. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom heutigen Abend ist von großer außenpolitischer Tragweite, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen auf der einen Seite und der NATO auf der anderen Seite immer intensiver geworden ist und die Anforderungen an das wiedervereinigte Deutschland durch die internationale Staatengemeinschaft angestiegen sind, und diesen Anforderungen können wir mit diesem Beschluss besser gerecht werden. Soweit ein sichtlich zufriedener und mit dem Urteil einverstandener Verteidigungsminister Volker Rühr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Heute-Journal. Auf Wiedersehen.